Und wisst ihr, dass Leute aus Köln kommen mit einer Ladesäule in einem Model 3 und die an verschiedenen Orten aufstellen, da wo die Leute wollten, Ladeinfrastruktur wollen, aber die Stadt es nicht will. Die Stadt es nicht will. Die Stadt es nicht will. Hier direkt vor meinen Füßen sollte eigentlich meine On-Charge-Ladesäule stehen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das geht leider nicht nur mir so, sondern auch weit über 200 Berlinern, die auf ihre On-Charge-Ladesäule warten. Woran es krankt und was wir dagegen tun können, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Der Schuldige ist leicht gefunden und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es ist der Berliner Senat für Verkehr, Umwelt und Klimapolitik, der im Grunde sagt, ja, wir haben ja das Berliner Modell, was ja Ladeinfrastruktur aufbauen soll. Der sagt, ja, ihr könnt hier eine Säule errichten, allerdings müsste die dann Mitte 2022 wieder demontieren. Das ist natürlich totaler Humbug und Grund genug für Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und Denise Neumann, der Geschäftsführerin von OnCharge, hier vor Ort ein Interview durchzuführen. Ich habe zur Firma OnCharge schon ein paar Videos gemacht. Das letzte war leider ein Wutvideo, was ihr euch auch gerne noch mal angucken könnt. Die Firma OnCharge, gegründet 2019 als einzige private Firma in Deutschland, die sich um den Aufbau von Ladeinfrastruktur kümmern möchte. Das Prinzip ist ziemlich cool. Die sammeln auf der einen Seite also Geld ein. Wir haben also irgendwie Stufen mit 8.500 Euro, die man investieren kann. Dafür bekommt man ein paar Zinsen. Das ist genau der Wert, den OnCharge braucht, um eine Ladesäule aufzubauen. Das ist ziemlich cool. Die einen Leute, die ein bisschen Geld haben, die können ein paar Zinsen verdienen. Und die anderen Leute, so wie ich, die als eben vor Ort gerne eine Lademöglichkeit hätten, können die Ladesäule beantragen und bekommen sie dann dort kostenlos hingestellt. Das finanziert sich dann über die Jahre mit den Einnahmen aus den Stromrechnungen. Deswegen macht es halt für OnCharge und auch für alle anderen Firmen überhaupt gar keinen Sinn, für anderthalb Jahre eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Da wird kein Geld verdient, da wird halt eher Geld verbrannt. Ich bin Mitte 2020 auf die Firma OnCharge aufmerksam geworden durch den Bericht Mein Nächster wird ein Elektro auf der ARD. Leider ist der Bericht nicht mehr in der Online-Mediathek zu finden. Ich habe ihn zumindest nicht mehr gefunden. Zum Glück hatte ich damals zumindest das Interview schon mal rausgezogen und auch auf meinen Kanal gestellt. Kurze Zeit später habe ich ganz einfach den Schritten gefolgt, die auf der Homepage stehen von OnCharge und habe mir meine eigene Ladesäule hier vor Ort angemeldet. Daraufhin ja, eine Riesenflut von Interessenten, die dann halt auch ihre Ladesäulen beantragt haben und jetzt mittlerweile seit einem halben, dreiviertel Jahr darauf warten. Normalerweise dauert das ganze Prozedere etwa einen Monat auf dem Privatgelände und bis zu 4-5 Monaten auf öffentlichem Grund mit diesen ganzen Verträgen, die da geschlossen werden müssen. Um Gegendruck gegen den Berliner Senat aufzubauen, wird es dieses Interview heute geben. Das ist schon ein Ding für sich, ja, dass das Berliner Modell, was ja eigentlich Ladesäuleninfrastruktur aufbauen soll, das verhindert. Dafür soll das Interview heute hier stattfinden, was es dann auf dem Kanal der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, kurz IGEMBB, zu sehen gibt. Nichtsdestotrotz nehme ich euch trotzdem hier gerne mit, um halt eben auch noch ein paar Hintergrundinfos dazu zu geben. Die Wichtigkeit des bedarfsgerechten Ausbaus der Ladeinfrastruktur zeigt sich hier in meiner Gegend besonders stark. Ich sehe jetzt also immer mehr Autos mit einem E-Kennzeichen hier rumstehen, ob jetzt Plug-in-Hybride oder rein elektrische, die brauchen dann alle den Strom. Mittlerweile ist es so, dass meine BI-Mobil-Ladesäule im Grunde, über die ich mich sehr gefreut habe, im Grunde fast immer von Carsharing-Unternehmen zugeparkt ist. Das heißt also, ich komme da wirklich nur mit ein bisschen Glück ran zum Laden oder wenn ich mit meinem Twizy oder mit dem Motorrad unterwegs bin und die Autos gerade nicht angestöpselt sind, was auch immer mal vorkommt, dass ich dann mich einfach auf den Bürgersteig stelle und das Motorrad und den Twizy laden kann. Wo soll die denn hin? Hier ist schön. Fast locker. Ein bisschen mehr haben wir sogar hier. Lass sie stehen! Die Ladesäule! Es ist jetzt Juli 22 oder was? Ja, genau. Genau. Du musst uns heute begleiten und dann filmst du dieses quasi Behind the Scenes. Und wisst ihr, dass Leute aus Köln kommen mit einer Ladesäule in einem Model 3 und die an verschiedenen Orten aufstellen, da wo die Leute wollten, Ladeinfrastruktur wollen, aber die Stadt es nicht will. Oder ja, will, aber es nicht wirklich möglich macht. Okay. Okay. Da. Okay. Wo? Jo. Alles klar. Warte. Ja.
da fahren Sie zu den nächsten Termin. Ja, meckern und nichts machen ist natürlich nicht drin bei uns. Was könnt ihr jetzt machen? Ihr könnt im Grunde erstmal auf die Seite von OnCharge gucken. Ihr könnt eine Ladesäule beantragen. Umso mehr Ladesäulen beantragt werden, gerade für den Großstadtbereich Berlin, Köln, was es alles gibt, umso mehr wird der Druck erhöht, umso mehr wird gesehen, dass der Bedarf da ist. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ihr könnt auch gerne mal unter mein Wut-Video gucken. Da habe ich auch noch mal den ganzen Kontakt zum Berliner Senat. Schreibt E-Mails, ruft an, schreibt Petitionen, was weiß ich. Außerdem, wenn dieses Video hier online ist, wird es noch ein, zwei Wochen dauern, bis das Interview auf der Seite des IGMBB kommt. Also Kanal schon mal abonnieren, ganz wichtig. Diesen hier und auch den von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Und dann habt ihr erstmal alles getan, was man so machen kann. Wenn euch noch was einfällt, schreibt uns das Video. Wir kämpfen weiterhin für die Ladesäule, die jetzt leider wieder weg ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wir kämpfen weiter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.